Ansonsten habe ich hier nochmal verteilt bzw. ausgedruckt und möchte verteilen. Sie haben das schon mal gekriegt, und zwar für die Standardmodellvorlesung aus dem letzten Semester hatte ich mal eine Zusammenfassung gemacht von Spinoren. Das würde ich gerne nochmal verteilen. Das sind jeweils 3 Blätter. Also können Sie sich immer 3 Blätter nehmen. Und dann haben Sie da nochmal eine Zusammenfassung von Spinoren. Diese Zusammenfassung hier ist relativ elementar. Das heißt, ein bisschen fußgängermäßig und mit einigen expliziten Ergebnissen. Aber die Logik und die Zusammenfassung ist genau kohärent zu dem, was wir jetzt hier machen. Insofern denke ich, ist es eine gute Ergänzung. Denn darin geht es eben um die normalen Dirac-Spinoren, die Sie aus der Dirac-Gleichung kennen und sicherlich auch mit denen Sie schon gearbeitet haben. Dagegen hier werden wir die Dirac-Gleichung und Dirac-Spinoren recht wenig durchnehmen. Die ist natürlich nicht unwichtig, aber was wir hier machen, sind eher die Grundlagen, die dann auch zur Dirac-Gleichung führen, nämlich Weyl-Spinoren oder eben allgemein relativistische irreduzible Spinoren, die irreduziblen Darstellungen entsprechen. Und der Zusammenhang mit der Dirac-Gleichung, der wird sich dann ergeben. Aber so gesehen ist das hier eine gute Ergänzung. Und wie gesagt, die ganze Darstellung passt natürlich zur Vorlesung. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar haben wir das letzte Mal begonnen, mit Spin ungleich 0 zu arbeiten. Das heißt, wir haben erlaubt, dass wir Teilchen haben, die nicht verschwindenden Spin haben und die keine skalaren Teilchen sind. Und wir werden dann auch Felder durchnehmen, die keine skalaren Felder sind, sondern zum Beispiel Spinner oder Vektorfelder. Die Grundlage dafür ist die Raumzeitsymmetrie der Natur, die sich in den Poincaré-Transformationen niederschlägt, Lorentz-Transformationen und Translationen. Die bilden zusammen die Poincaré-Gruppe und das ist eine mathematische Lie-Gruppe mit 10 kontinuierlichen Parametern oder 10 Generatoren. Und wenn wir die Generatoren einführen über eine Taylor-Entwicklung in kleinen Lorentz-Transformationen und kleinen Translationen, kriegen wir also 6 Lorentz-Generatoren, J, Rho, Sigma, antisymmetrisch in Rho, Sigma, und 4 Translationsoperatoren, die gleich den Impulsoperatoren sind. Haben wir die Vertauschungsrelationen zwischen all diesen Operatoren ausgerechnet, durch eine konkrete Darstellung durch Differentialoperatoren, und dann haben wir die interpretiert einmal, die Lorentz-Generatoren zerfallen natürlich in die ganz normalen Drehgeneratoren, also Drehimpulsoperatoren und Boost-Operatoren. Und dann haben wir die Lorentz-Gruppe mal alleine untersucht, unabhängig von Translationen, und dabei festgestellt, dass wir das vereinfachen können, nämlich wir können solche Operatoren A, B definieren über J plus I mal K oder J minus I mal K, also eine abstrakte, komplexe Linearkombination, aber dann sieht man, dass diese A und B einzeln jeweils die SU2-Vertauschungsrelationen erfüllen. Also A1, A2, Kommutator gibt I, A3 und so weiter und genau das gleiche für B. Und daran sieht man, dass die Lorentz-Gruppe und ihre Darstellungen dieselbe Struktur haben wie die Darstellung der SU2-Kreuz-SU2-Gruppe. Und die Darstellung der einzelnen SU2 kennt man, denn das sind die Darstellungen der Drehimpulsalgebra aus der Quantenmechanik. Und dann braucht man nur die Drehimpulsalgebra sozusagen quadrieren und hat schon alle endlich dimensionalen irreduziblen Darstellungen der Lorentz-Gruppe gefunden. Und die wollen wir nochmal kurz aufschreiben und dann konkret uns auf die Spinoren heute konzentrieren und das nächste Mal dann weitere Größen betrachten. Also heute geht es hauptsächlich um Spinoren, aber erstmal allgemein ergibt sich jetzt hieraus die möglichen endlich dimensionalen Darstellung der Lorentz-Gruppe. Die Lorentz-Gruppe ist also lokal isomorph, also in Umgebung des 1-Element zu den endlich dimensionalen Darstellungen von SU2 Kreuz SU2. Und dann wissen wir, dass die gewöhnliche Behandlung des quantenmechanischen Drehimpulses folgendes Ergebnisses liefert.
nämlich alle endlichdimensionalen Darstellungen von einer SU2 sind gegeben durch Kombinationen von solchen Zuständen bzw. allgemein dann solchen Vektoren und Vektorräumen, nämlich die charakterisiert sind durch Angabe von zwei Quantenzahlen J und M. J ist dann ganz- oder halbzahlig, 0, 1/2, 1, 3 halbe und so weiter. Und M ist jeweils für ein gewähltes J gegeben durch minus J und so weiter bis J minus 1 und J. Das wissen Sie. Das heißt, die irreduziblen Darstellungen fixieren dann ein J und das entspricht natürlich dem Eigenwert von J-Vektor-Quadrat, dem Drehimpuls-Quadrat. Das wird fixiert und dann haben wir eine 2J plus 1 dimensionale Darstellung für dieses konkrete J. Und das ist dann erstmal eine Darstellung der SU2 bzw. Drehgruppe. Und jetzt brauchen wir für unsere Lorentz-Gruppe zwei solche Darstellungen, nämlich SU2 kreuz SU2. Das heißt, die Darstellungen der Lorentz-Gruppe sind folgendermaßen gegeben, sind also charakterisiert durch solche Produkte, also durch zwei Quantenzahlen, J1, J2. Und jedes J1 und 2 ist Element ganz- oder halbzahlig. Und das J1 entspricht dann der Darstellung dieser A's und das J2 entspricht der Darstellung der B's. Das heißt, für jede Kombination von den drei A's und den drei B's müssen wir halt eine ganz normale Drehimpulsdarstellung auswählen. Und wenn wir die Kombination gewählt haben, dann haben wir eine Darstellung der gesamten Lorentz-Gruppe gewählt. Und das sind dann natürlich alle solche Darstellungen. Und wenn wir so eine Darstellung für die A's und eine für die B's gewählt haben, dann ist die gesamte Dimension dieser Darstellung ist eben das Produkt von den einzelnen Dimensionen, ist also gleich 2 mal J1 plus 1 mal 2 mal J2 plus 1. So, damit ist das Problem der endlichdimensionalen Darstellung der Lorentz-Gruppe im Prinzip gelöst. Das heißt, wir haben es zurückgeführt auf etwas, was wir kennen. Und jetzt können wir uns einfach nur veranschaulichen, was diese einzelnen Darstellungen bedeuten. Und es ist klar, die können wir jetzt sortieren gemäß ihrer Kompliziertheit. Die einfachste Darstellung hat natürlich J gleich 0. Es wäre beim Drehimpuls, Drehimpuls gleich 0. Das nächste wäre Drehimpuls gleich 1/2. Das nächste Drehimpuls gleich 1 und so weiter. Und so haben wir jetzt hier auch unterschiedliche Darstellungen. Also um erstmal ein paar Beispiele anzugeben. Das einfachste wäre natürlich die Darstellung 0, 0. Das heißt, wir wählen für die A's und die B's jeweils Drehimpuls gleich 0. Das heißt, das ist die triviale Darstellung, nichts transformiert sich. AI und BI sind gleich 0. Das ist also die triviale Darstellung, in der alles invariant ist unter Lorentz-Transformationen. Und das wäre also eine Darstellung durch Skalare. Das sind dann skalare invariante Größen. Ja, Sie hatten eine Frage? Es ist ein Produkt da oben. Ja, hier. Genau. Das nächste, was man machen könnte, wäre 1,5,0. Das wäre eben, dass wir für die A's wählen wir eine nicht-triviale Darstellung durch Spin 1/2, aber für die B's wählen wir immer noch die triviale Darstellung. Das wäre also das einfachste nicht-triviale, was man machen kann. Da würde man also wählen AI
ist jetzt eine Spin-1/2-Darstellung, die einfachste nicht-triviale Darstellung der SU2. Und da sind die A's dann gegeben durch die Pauli-Matrizen, Sigma I halbe. Das ist dann die einfachste nicht-triviale Darstellung der Präalgebra für Spin-1/2 und die A's haben dann diesen Wert. Dann ist die Vertauschungsrelation erfüllt, aber die B's, die wähle ich gleich 0. Okay. Das wäre das einfachste, nicht triviale. Und dann kann ich hier ausrechnen, was ist jetzt mein Drehimpulsoperator und was ist mein Boostoperator. Das kann ich ja rekonstruieren. So, Drehimpuls und Boost sind jetzt beide nicht trivial, aber die B's sind trivial. Und da gibt es jetzt noch ein Gegenstück, nämlich 0,1 ist natürlich genau umgekehrt. Das wäre genauso einfach, aber nicht dasselbe. Das sind zwei verschiedene Darstellungen, die jeweils die einfachsten, nicht trivialen Darstellungen sind. Zwei verschiedene einfachste, nicht triviale Darstellungen. Dann das nächste wäre 0,5,1. Da hätten wir dann eine vierdimensionale Darstellung, denn das ist zweidimensional mal zweidimensional, gibt insgesamt vierdimensional. Wir kombinieren also zwei Spin-1/2-Darstellungen zu einer Gesamtdarstellung. Und was da rauskommt, müsste man ausrechnen und das werden wir am Ende der heutigen Stunde auch machen. Und was da nämlich passiert ist, das ist genau die Vektordarstellung durch Vierervektoren. Also die ganz normalen Vierervektoren, die Sie ja kennen, die transformieren gemäß dieser 0,5,1-Darstellung. Das ist also überraschend, aber das kann man beweisen und das werden wir heute auch noch durchnehmen. Das wäre also der Überblick über die Darstellung der Lorentz-Gruppe und das kann man natürlich weiterführen. Die Tabelle geht bis ins Unendliche, aber wir brauchen nicht jede einzelne Wahl jetzt hier aufzuschreiben oder den Namen geben, sondern die gibt es dann natürlich einfach. Und was wir jetzt heute hauptsächlich diskutieren wollen, sind die Spinor-Darstellungen der Lorentz-Gruppe. Die einfachsten nicht-trivialen Darstellungen, aus denen sich alle anderen komplizierteren Darstellungen rekonstruieren lassen. Und das sind also diese zwei. Das sind also zwei verschiedene Spinor-Darstellungen, die wir hier diskutieren müssen. Und daran sehen Sie schon, da ist ein bisschen Unterschied zu dem, was man vielleicht aus der Vergangenheit denken könnte, dass wir uns hier mit Dirac-Gleichungen und Dirac-Spinoren befassen müssen. Nee, sondern wir müssen uns mit diesen zwei Darstellungen befassen und was die Dirac-Spinoren sind, die Sie kennen, ist eine Kombination von den zwei. Die Dirac-Spinoren haben ja vier Komponenten, aber diese Darstellungen sind jeweils zweidimensional und durch Pauli-Matrizen gegeben. Das heißt, was die Dirac-Spinoren sind, sind die vier Komponenten, sind so eine Übereinanderschichtung. Die ersten zwei Komponenten entsprechen dieser Darstellung und die unteren zwei Komponenten entsprechen dieser Darstellung. Daraus folgt, wenn wir die beiden Darstellungen verstanden haben, haben wir Dirac-Spinoren natürlich auch verstanden. Aber Dirac-Spinoren sind schon was Zusammengesetztes, komplizierter als diese einfachen Darstellungen. Also sollten wir diese einfachen Darstellungen erstmal verstehen, weil die sind die Grundlage. Und für die Physik ist es auch so, dass die Dirac-Gleichung, Dirac-Spinoren, sind ja in der Physik wichtig, in der Quantenelektrodynamik und auch in der QCD, in der starken Wechselwirkung, weil sie da keine Paritätsverletzung haben, also eine Invarianz haben unter Rechts-Links-Spiegelung. Aber die vollen Naturgesetze haben nicht diese Invarianz unter Links-Rechts-Spiegelung oder Parität. Und insbesondere die schwache Wechselwirkung verletzt diese Paritätsinvarianz. Und in dem Moment, wo das verletzt ist, sind diese einzelnen Spinoren und diese einzelnen Darstellungen hier wesentlich nützlicher und auch wichtiger. Das heißt, das Standardmodell ist eigentlich auf diesen Darstellungen hier aufgebaut und nicht auf den Dirac-Spinoren. Das heißt also, für die volle Physik brauchen wir diese Darstellung. So. Also kommen wir jetzt zu dem Kapitel über Spinoren. Ich wiederhole nochmal den nicht-relativistischen Pauli-Spinor.
nur damit Sie verstehen, dass wir hier nicht ignorieren, was wir in anderen Vorlesungen durchnehmen. Übrigens, es sind einige neue gekommen. Ich hatte rumgegeben, diese Spinor-Zusammenfassung können Sie nochmal verteilen an alle. Müssten eigentlich genug da sein. Das heißt, wir haben jetzt hier eine ganz normale nicht-relativistische Theorie, die wir in der anderen Vorlesung durchgenommen haben. Und da haben wir eine Basis von einem Zwei-Zustand-System plus minus gegeben durch diese Drehimpulszustände mit J gleich 1/2 und M gleich plus minus 1/2. Okay, das wäre also die Basis, das Zwei-Zustandsraum für die Spin-1/2-Zustände. So, und dann können wir eben ein Spinor bilden, Psi, definiert als das Matrixelement von unserem gewählten Zustand mit dem Plus-1/2-Zustand und das Matrixelement mit dem Minus-1/2-Zustand. Und dann fragen, wie transformiert jetzt dieser Spinor unter ganz normalen Drehungen. Und wie der unter ganz normalen Drehungen transformiert, ist bekannt, weil wir wissen hundertprozentig, wie alle Drehimpulsoperatoren auf diese Basiszustände wirken. Denn das ist durch J plus, J minus, JZ alles definiert. Also wissen wir für jeden Zustand, wie Drehungen wirken und können ausrechnen, was dieses Psi macht. Und das Ergebnis ist, dass unter Rotation passiert, Psi geht über in 1 Operator minus I mal Drehwinkel Theta A mal Sigma A halbe angewendet auf Psi. Das heißt, die Pauli-Matrizen durch 2 bilden hier die Generatoren der Drehgruppe. Und dieser zweidimensionale Spinor-Raum ist also ein Darstellungsraum der Drehgruppe mit den Generatoren Sigma halbe. Also Sigma halbe bilden eine Darstellung der Drehgruppe oder beziehungsweise der SU2. So, das wissen wir. Und jetzt haben wir das analoge Problem, nämlich nicht, was ist die einfachste nicht-triviale Darstellung der Drehgruppe, sondern was ist die einfachste nicht-triviale Darstellung der Lorentzgruppe. Und das sind dann eben diese 1/2 0 oder 0 1/2 Darstellungen. Und da ist eben immer die Hälfte verhält sich ungefähr so wie dieser Pauli-Spinor und die andere Hälfte verhält sich anders. Und wir müssen eben die Gesamtheit aus Rotation und Lorentz-Transformation jetzt beachten. Also einige zunächst mal Kommentare. Wenn wir jetzt relativistische Spinoren betrachten, dann haben wir die einfachsten nicht-trivialen Darstellungen der Lorentzgruppe. Darum geht's. Und das sind jeweils Darstellungen mit wie viel Dimensionen? Naja, das ist eben eine zweidimensionale Darstellung. Nämlich für die A's brauchen wir eine zweidimensionale Darstellung und für die B's halt eine eindimensionale. Das heißt, das Produkt ist eine zweidimensionale Darstellung und hier genauso. Also mit zwei Dimensionen. Oder vielleicht besser auf einem zweidimensionalen Vektorraum, und zwar ist das natürlich ein zweidimensionaler komplexer Vektorraum. Und diese zweidimensionalen komplexen Vektorräume und nennt man dann Spinorraum, und die Elemente dieser Vektorräume nennt man dann entsprechend Spinoren. So, und genau wie bei dem nicht-relativistischen Pauli-Spinor, der Pauli-Spinor ein Objekt war, der durch sein Transformationsverhalten unter Drehungen definiert wurde,
sind also diese Spinoren hier jetzt definiert über ihr Transformationsverhalten bezüglich Lorentz-Transformationen. Und es gibt jetzt zwei Sorten von Spinoren, nämlich einmal die Sorte von Spinoren, die so transformiert, und dann die andere Sorte, die so transformiert. Und die werden wir beide einführen und bezeichnen. Die Gesamtheit von all diesen Spinoren bezeichnet man als Weil-Spinoren oder auch Van der Werden-Spinoren. Die haben die also eingeführt. Da gibt es also zwei Sorten von diesen Weil- oder Van der Werden-Spinoren. Und um diese zwei Sorten von Spinoren zu unterscheiden, stellt man die durch ihre Indizes dar. So, also nur nochmal, um das ein bisschen in Zusammenhang zu stellen. Wenn irgendjemand von Ihnen das da sieht, Vμ, dann wissen Sie ja automatisch, dass Physiker damit meinen, ein Lorentz-Vierer-Vektor. Und sie wissen damit ganz genau, wie das Ding unter Lorentz-Transformationen transformiert. Das impliziert eben die Bezeichnung mit dem Lorentz-Index μ. Ist einfach für Physiker gewohnt. Dann wissen sie, das transformiert unter Lorentz-Transformationen dergestalt. Okay? Einfach durch die Indexnotation. Und entsprechend betrachten wir das hier. Und zwar diese eine Sorte von Spinoren nennen wir Psi unten Alpha oder Psi Beta, Psi Gamma und so, also solche Indizes unten Alpha. Wenn Sie das sehen, dann wissen Sie automatisch jetzt, dass die mit dieser 1,5,0 Darstellung transformieren unter Lorentz-Transformationen. Und die anderen, die bezeichnen wir als Psi quer oben Alpha Punkt. Und diese Alpha-Punkt-Index-Notation ist also jetzt eine frei erfundene neue Notation. Und immer wenn Sie also einen hochgestellten Index Alpha-Punkt sehen, dann wissen Sie ab jetzt, dass das Objekt dann in dieser 0,15-Darstellung transformiert. Sodass wir einfach durch die Index-Notation schon wissen, mit welcher Darstellung wir es zu tun haben. Oder ich mache das mal weg. Passt das hier hin? Ja, ich denke, das. Ich mache es mal hier hin. Sieht dann vielleicht besser aus. Okay, also machen wir mal eine Tabelle. Psi Alpha und Psi quer Alpha Punkt und schreiben einfach mal alles über diese beiden Darstellungen auf, was wir jetzt wissen. Okay, also mit dieser Notation Spinor Psi mit Index unten Alpha meinen wir also einen Spinor, der in der 1,5,0 Darstellung transformiert. So, was bedeutet das jetzt? Ich habe es zwar gerade weggewischt, aber Sie wissen noch, die A's und B's sind jetzt definiert, nämlich die A's sind gleich die Pauli-Matrizen durch 2, die B's sind 0. Okay, und das kann man umrechnen in den Drehimpuls J und den Boost K. Nämlich A war J plus I mal K durch 2 und B war J minus I mal K durch 2. Wenn Sie es dann auflösen, dann kriegen Sie, der Drehimpuls ist gleich Sigma halbe. Und die Boost-Operatoren, die sind gleich minus I mal Sigma halbe. So. Sie wissen also dann ganz genau, wie die Drehimpulsoperatoren und die Boost-Operatoren auf diesen zweidimensionalen komplexen Vektorraum wirken. Also diese Psis, die sind mathematisch sieht das genauso aus wie diese Pauli-Spinoren, also zweikomponentige komplexe Größen. Und die Drehimpulse wirken so und die Boosts wirken so. Und da sehen Sie schon, die Drehimpulse wirken haargenau gleich wie auf diese Pauli-Spinoren.
Das heißt, die nicht-relativistischen Pauli-Spinoren und die relativistischen Weyl-Spinoren transformieren unter Drehungen gleich. Nur, dass die Weyl-Spinoren jetzt auch noch wohldefiniertes Verhalten unter Boosts haben. So, gucken wir es an für dieses Psi quer Alpha-Punkt. Das wäre also die 0,5-Darstellung. Da ist also dann A0 und B ist gleich Pauli-Matrix durch 2. Das B war J plus I mal K. Das heißt, das K ändert einfach sein Vorzeichen, aber der Drehimpuls bleibt gleich. J ist wiedergegeben durch Sigma halbe. Das heißt, diese Spinoren transformieren auch genau gleich unter Drehungen. Die transformieren also alle gleich unter Drehungen. Aber die Boosts haben ihr Vorzeichen geändert. K ist gleich plus I Sigma halbe. Damit ist das Verhalten unter allen Lorentz-Transformationen für diese zwei Sorten von Spinoren klar definiert. Und jetzt schauen wir mal an konkret, wie es weitergeht. Wir hatten allgemein ja diese Lorentz-Generatoren in dieser Kovarianten-Notation J pro Sigma eingeführt. Das waren also die infinitesimalen Lorentz-Transformationen. Und das kann ich jetzt zusammenfassen. Also J1,2 war zum Beispiel JZ und J2,3 war JX und dergleichen mehr. Jetzt weiß ich, was diese ganzen Dinger insgesamt sind. Und ich gebe dem mal eine Bezeichnung. Hier für diese Spinoren hier kriegen die Lorentz-Generatoren eine spezielle Bezeichnung, nämlich klein s. Klein s pro Sigma. Und die Werte von diesem kleinen s pro Sigma sind eben so, klein s 1, 2, war jz, ist gleich Sigma 3 halbe, etc. unzyklisch. Also ist einfach eine Wiederholung von hier, aber mit der neuen Bezeichnung. Und dieses s 0, 3, das wäre auch gleich minus i mal Sigma 3 halbe, etc. Das heißt, hiermit sind diese Lorentz-Generatoren in dieser allgemeinen Form mit Rho-Sigma-Indizes ebenfalls definiert. Schauen wir an, wie es hier ist. Die kriegen natürlich auch eine spezielle Bezeichnung für ihren Lorentz-Generator und den nennen wir hier mal S-quer. S-quer Rho-Sigma, so würden wir das allgemein bezeichnen. Und dieses S-quer hat jetzt also die Werte S-quer 1, 2, war ja JZ-Drehimpuls, das ist genau das gleiche wie hier links, also ist gleich Sigma 3 halbe und so weiter. Und die Boosts S quer 0,3 zum Beispiel ist gleich plus I Sigma 3 halbe und so weiter. Okay. So, damit sind die infinitesimalen Lorentz-Transformationen definiert. Jetzt können wir auch endliche Lorentz-Transformationen betrachten. Und diese endlichen Lorentz-Transformationen, die hatten wir im allgemeinen Fall, sagen wir mal, U von Lambda genannt. Und dem geben wir jetzt hier auch konkrete Bezeichnungen für diese Spinoren. Und für diese Psi-Alpha-Spinoren nennen wir das also M. M von Lambda. Und jetzt kann ich aufschreiben, was ist meine endliche Lorentz-Transformation, der allgemeine Lorentz-Transformation. Ich weiß es bisher nur für den Fall, Lambda ist gleich Kronecker Delta plus ein infinitesimales Omega. Und für den Fall will ich es mal aufschreiben, linear genähert in Omega. Ist das also gleich der Einheitsoperator? Minus I halbe mal Omega Rho Sigma mal J Rho Sigma. Das ist die allgemeine Form. Und das ist hier, ist gleich Einheitsmatrix 2 Kreuz 2, weil wir ja auf einem zweidimensionalen Spinorraum arbeiten. Minus I halbe mal Omega Rho Sigma mal unserem S Rho Sigma, also der konkreten Darstellung der Spinor-Lorentz-Transformationsmatrizen. So, und damit wissen Sie grundsätzlich alles. Sie wissen also, wie sich diese Spinoren unter infinitesimalen und dann auch letztlich endlichen Lorentz-Transformationen verhalten.
Die wissen alles. Alle Drehungen und alle Boosts sind definiert. Jetzt auch für diese Psi-Quer-Alpha-Punkt-Spinoren. Da nennen wir es dann natürlich M-Quer. M-Quer, die Transformationsmatrix für eine infinitesimale Lorentz-Transformation Delta plus Omega, wäre also jetzt in erster Näherung von Omega gleich die Einheitsmatrix auf diesem 2-Kreuz-2-Spinoraum minus I halbe Omega Rho Sigma mal dieser Darstellung S quer Rho Sigma. Und damit ist jetzt auch alles bekannt. So, damit ist also alles komplett bekannt und wir können jetzt noch ein bisschen die Eigenschaften von diesen Transformationen untersuchen. Das Erste, was wir untersuchen wollen, ist die Relation, weil es ist ja klar, dass diese zwei Darstellungen ähnlich sind. Die sind mathematisch sehr miteinander verwandt, aber sie sind nicht gleich. Und was heißt das jetzt genau mathematisch? Diese beiden Darstellungen sind mathematisch nicht äquivalent. Das heißt, sie sind nicht durch eine unitäre Transformation verknüpft. Das heißt, Sie können nicht eine unitäre Matrix nehmen und den einen Spinor auf den anderen abbilden und dann transformiert er eben gemäß der anderen Regel. Das funktioniert nicht. Und in diesem genau definierten Sinn sind die Darstellungen also nicht äquivalent. Dementsprechend sind sie verschieden und müssen auch verschieden behandelt werden. Und physikalisch haben die dann auch unterschiedliche Auswirkungen. Also um das vorwegzunehmen, diese Darstellung hier entspricht den linkshändigen Fermioden, zum Beispiel im Standardmodell der Teilchenphysik, den linkshändigen Leptonen, linkshändigen Quarks. Dagegen diese Darstellung entspricht den rechtshändigen Leptonen und Quarks. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass nur die linkshändigen Leptonen und Quarks mit der SU2-schwachen Wechselwirkung etwas zu tun haben. Nur die wechselwirken zum Beispiel mit den W-Bosonen und die hier nicht. So, die sind also nicht äquivalent, aber sie sind verknüpft auf eine andere Weise, also nicht durch eine unitäre Matrix. Aber welche Verknüpfung existiert? Nämlich eine ganz einfache, dieses S quer Rho Sigma. Für jedes Rho Sigma ist das genau die hermitisch adjungierte Matrix zu dem S. Nämlich, also ist gleich S Rho Sigma. Decker. Ganz einfache Relation. Warum? Weil eben für in dem Fall hier für die Drehimpulse haben wir S quer ist hermitisch, das heißt S quer Decker ist dasselbe wie S. Stimmt also. Und für die Boosts haben wir hier eine hermitische Matrix mal I. Wenn wir das hermitisch adjungieren, dann wird aus dem I ein Minus I. Und insofern stimmt für alle Indizes hier, S quer ist gleich S Decker. Damit sind die Lorentz-Transformationen also durch hermitische Adjungation verknüpft, aber nicht durch eine unitäre Transformation. Was heißt das für die endlichen Transformationen, wenn wir so ein M quer von Lambda betrachten? M quer von Lambda. Okay. Denken wir an hermitische Adjungation. Also was passiert, wenn wir jetzt hier M-Decker machen? Wir machen hier das hermitisch Adjungierte von dieser Lorentz-Transformationsmatrix M. Dann passiert hier zweierlei, nämlich aus dem Minus I wird ein Plus I und aus dem S wird ein S quer. Dann haben wir also hier für M-Decker kriegen wir dasselbe mit S quer, das wäre das M quer. Aber mit einem Plus anstatt Minus. Wenn wir hier Plus anstatt Minus schreiben, dann entspricht das der inversen Matrix.
war das ja eine infinitesimale Matrix, 1 plus was infinitesimales, was inverse ist, dann 1 minus das entsprechend infinitesimale. Das heißt, wir kriegen die Relation m quer ist dasselbe wie m Decker von Lambda und dann auch insgesamt hoch minus 1. Das ist die Relation zwischen den Lorentz-Transformationen. So, und jetzt schreiben wir die Lorentz-Transformation mal etwas plakativ auf, dass man das mal hier grafisch übersichtlich sieht. Psi Alpha, diese Spinoren hier aus der linken, linkshändigen Darstellung, die transformieren also zu unserem M, M von Lambda, und dem gebe ich jetzt die Indexstruktur Alpha Beta mal Psi Beta. Die Indexstruktur hier ist so angepasst, dass wir immer eine Kontraktion bekommen zwischen oberen und unteren Spinor-Indizes. Und am Ende muss aber ein unterer Index herauskommen. Und die Spinoren haben hier immer einen unteren Index. Das ist also die Transformation und das M ist gegeben durch das da hier. Genauso wissen wir, was ist die Transformation von Psi quer mit oberem Index Alpha. Unter Lorentz-Transformation geht es also über in die Matrix M quer oder M Decker hoch minus 1, M quer von Lambda mit Indexstruktur Alpha Punkt Beta Punkt mal Psi quer Beta Punkt. So, das sind die beiden Lorentz-Transformationen und man darf nie vergessen, dass dieses M quer hier M Decker hoch minus 1 ist. Was für Matrizen sind jetzt eigentlich diese M's? Gibt es eine Frage? Was für Matrizen wären denn diese M's hier? Sind das unitäre Matrizen, hermitische Matrizen, andere Matrizen? Was für Eigenschaften haben die? So, hier steht was Infinitesimales. Wir brauchen immer nur das Infinitesimale zu betrachten. Aber was für Eigenschaften hat diese Matrix? So, diese S-Generatoren, das sollte man sich auch nochmal überlegen. Was haben die für Eigenschaften? Sind die unitär, hermitisch oder sonst irgendwas? Haben die irgendwelche Eigenschaften? Hier das S ist entweder Pauli-Matrix durch 2 oder I mal Pauli-Matrix durch 2. Was sagt Ihnen das? Das heißt, im Allgemeinen ist das S weder hermitisch noch antihermitisch, sondern das ist beliebig. Das Einzige, was man über das S sagen kann, ist, das ist spurfrei. Weil alle Generatoren hier haben Spur 0. Pauli-Matrix hat immer Spur 0. Das heißt, das Einzige, was Sie wissen, ist, das ist eine beliebige, aber spurfreie Matrix. Beliebige, komplexe, spurfreie Matrix. Und eine beliebige, komplexe 2-Kreuz-2-Matrix mit Spur 0, die hat eben genau 6 unabhängige reelle Einträge. Nämlich auf der Diagonale haben Sie dann 3 Einträge und auf der Off-Diagonale nochmal. So, und damit wissen wir also, diese Matrix M ist jetzt gegeben durch Einheitsmatrix minus so eine beliebige, nicht hermitische und nicht unitäre, aber spurfreie Matrix. Und was da dann rauskommt, ist eine Matrix, die keine Eigenschaften hat, also die ist nicht unitär, nicht hermitisch, aber dass die Tatsache, dass es Einheitsmatrix ist plus Spur 0, sagt uns was über die Determinante. Weil die Determinante von dieser Matrix ist jetzt genau 1. Und durch dieses Spur 0 ändert sich die Determinante der Einheitsmatrix nicht. Das heißt, das Einzige, was wir wissen über M und M quer, ist Determinante 1. M und M quer sind allgemeine, komplexe 2-Kreuz-2-Matrizen. Mit Determinante gleich 1. Und das heißt, man nennt es dann die Menge SL2C. Das sind also SL2C-Matrizen. L bedeutet einfach allgemeine Matrizen. S bedeutet wie immer Determinante gleich 1, wie bei SU irgendwas.
Determinante 1, 2 Kreuz 2, komplexe Matrizen. Und wie gesagt, noch eine weitere wichtige Bemerkung ist, für die Rotationen passiert immer genau das Gleiche wie bei den Pauli-Spinoren, nicht relativistisch. So, jetzt, weil es so schön ist, machen wir weiter. Wir haben jetzt zwei Typen von Spinoren kennengelernt, nämlich die Psi-Alpha und Psi-Quer-Alpha-Punkt-Spinoren mit jeweils unterem und oberem Index. Und es gibt jetzt weitere Spinoren, wo wir die Indizes heben und senken können. Und das ist nützlich, weil wir dann noch auch sowas Ähnliches wie Skalarprodukte oder jedenfalls Lorentz-invariante Produkte von Spinoren bekommen. Also schauen wir es an. Erstmal definieren wir jetzt diesen antisymmetrischen Tensor Epsilon Alpha Beta in zwei Dimensionen ist gleich minus Epsilon unten Alpha Beta mit der Konvention Epsilon unten 1, 2 ist gleich plus 1 und ansonsten alles antisymmetrisch. Und Epsilon, Alpha, Punkt, Beta, Punkt, genauso. So, das ist ein antisymmetrischer Tensor und dann können wir damit definieren ein Psi oben Alpha. Psi oben Alpha ist das, was sich ergibt, wenn wir mit dem Epsilon, Alpha, Beta den Index raufziehen. So, Psi oben Alpha ist gleich Epsilon Alpha Beta mal Psi Beta. Das heißt, mit dem Epsilon-Tensor ziehen wir Indizes rauf und runter. Es gilt dann auch entsprechend, weil das Epsilon mit unteren Indizes ist das Inverse von Epsilon mit oberem Index. Psi unten Alpha ist gleich Epsilon unten Alpha Beta mal Psi Beta. Und dieses Epsilon ist ein antisymmetrischer Tensor, aber das zugleich eine unitäre Matrix mit Determinante 1. Das ist eine SU2-Matrix, dieses Epsilon Alpha Beta. Das heißt, hier haben wir jetzt eine unitäre Transformation zwischen Psi unten Alpha und Psi oben Alpha. Genauso machen wir es mit den gepunkteten Indizes. Psi quer unten Alpha Punkt ist definiert als Epsilon mit unten Index Alpha Punkt Beta Punkt mal Psi quer mit oberem Index Beta Punkt. Dann haben wir jetzt neue Indizes mit unterem Index eingeführt über diese unitäre Transformation. Und das ist natürlich umkehrbar. Psi quer oben Alpha Punkt ist gleich Epsilon oben Alpha Punkt Beta Punkt mal Psi quer unten Beta Punkt. So, also können wir mit dem Epsilon die Indizes rauf und runter ziehen. Jetzt haben wir ja gerade festgestellt, wie die Originalspinoren unter Lorentz-Transformationen sich verhalten. Nämlich mit dieser allgemeinen 2-Kreuz-2-Matrix mit Determinante 1. Die einen transformieren mit dem Original M, die anderen transformieren mit M Decker hoch minus 1. Jetzt haben wir Indizes rauf und runter gezogen und die Frage ist, wie transformieren die jetzt? Die transformieren eben mit einem M, wo wir auch die Indizes rauf und runter ziehen. Oder mit M quer, wo wir die Indizes rauf und runter ziehen. Und dann schauen wir mal an, was so ein M mit rauf und runter gezogenen Indizes bedeutet. Also konkret, dieses Psi mit oberem Index Alpha, das transformiert jetzt so, dass wir erstmal ein Psi mit unterem Index Alpha haben. Das transformiert mit dem normalen M. Aber dann müssen wir hier mit Epsilon oben Alpha Beta von links multiplizieren. Und um eine Transformation dann für den Spinner mit oberem Index zu erhalten, müssen wir von rechts nochmal mit einem Epsilon multiplizieren. Das heißt, die Frage ist, was ist diese Matrix hier? Epsilon Alpha Beta mal der Transformation M Beta Gamma und dann nochmal Index runtergezogen Epsilon Gamma Delta. Das ist die Frage. Mit dieser Matrix würde das Psi oben Alpha transformieren. So, was ist das aber? Das ist jetzt Mathe 1, lineare Algebra-Rechnung. Wir wissen, dass M ist eine allgemeine Matrix. Das heißt, sagen wir mal,
Stellen wir uns vor, M ist eine allgemeine Matrix, vielleicht mache ich das farbig. M ist eine allgemeine Matrix, M ist gleich A, B, C, D. Das Einzige, was wir wissen, ist, die Determinante ist 1, das heißt A mal D minus B mal C ist 1. Das wissen wir, ansonsten wissen wir nichts. So, was ist dann die inverse Matrix? M hoch minus 1 ist jetzt gleich das folgende, D, A vertauscht und dann minus, wie ist es? Minus B minus C. Hier nicht vertauscht, aber dafür ein Minus. Das ist die inverse Matrix. Wenn Sie das jetzt multiplizieren, dann kriegen Sie genau in der Diagonale die Determinante. A mal D minus B mal C ist 1 und in der anderen Diagonale auch. A mal D minus B mal C ist 1 und in der Diagonalen kriegen Sie 0. Das heißt, das ist die allgemeine inverse Matrix. Ich denke, sowas haben Sie in Mathe 1 auch mal gesehen. So, das können wir also mal uns vormerken und jetzt ziehen wir die Indizes tatsächlich rauf und runter mit dem Epsilon. Wenn wir hier das Epsilon mit dem M mal multiplizieren, dann würde hier, das Epsilon ist ja eine antisymmetrische Matrix, wo in der einen Zeile steht 0, 1, in der anderen Zeile steht minus 1, 0. Das heißt, das vertauscht dann die Zeilen von dem M und die eine Zeile kriegt ein Minus. Das heißt, da kommt dann erstmal raus minus C, minus D und dann AB. Multipliziert mit dem anderen Epsilon-Tensor, der hat 0, 1, minus 1, 0. Und wenn wir das dann nochmal multiplizieren, dann vertauschen sich eben nochmal die Spalten. Die eine Spalte kriegt minus 1, die andere Spalte kriegt plus 1. Und dann kriegen wir hier minus C, minus D, gibt dann hier plus D, minus C, minus B, A. So, das kommt da raus. Und wenn man das vergleicht mit dem m hoch minus 1, dann ist das eben nichts anderes als m hoch minus 1 transponiert. Und dann eben die Indizes hier Alpha, Delta. Oder das Transponieren kann ich so schreiben, m hoch minus 1 mit den vertauschten Indizes Delta links und Alpha rechts. Also, unsere Transformation von einem Speedwalk Psi Alpha mit oberem Index Alpha geht mit m hoch minus 1 mit dieser Indexstruktur. Und das, die analoge Rechnung können wir natürlich machen für das Psi quer. Dann schreibe ich das Ergebnis direkt auf. Das Ergebnis lautet also analog zu diesem Kasten hier. Psi oben Alpha transformiert unter Lorentz-Transformation zu Psi oben Beta und dann von rechts multipliziert mit m hoch minus 1 und Index Beta Alpha in dieser Struktur multipliziert. Das war, weil wir das m hoch minus 1 transponiert rausgekriegt haben. Also das Beste ist, wir schreiben es in dieser Reihenfolge. Und genauso Psi quer unten Alpha Punkt transformiert zu Psi quer unten Beta Punkt. Und das Original Psi transformierte mit m quer und das war m Decker hoch minus 1. Und das transformiert jetzt eben nur noch mit m Decker ohne hoch minus 1. M Decker mit Index Beta Punkt Alpha Punkt. So, und dann haben wir jetzt vier Spinoren mit oberen und unteren Indizes und gepunkteten und ungepunkteten Indizes. Das heißt, wir haben insgesamt jetzt sogar vier Spinor-Darstellungen gefunden. Aber die sind nicht alle verschieden im mathematischen Sinne, sondern die Darstellung mit oberem und unterem Index, die gingen auseinander hervor durch eine unitäre Transformation. Das heißt, die Darstellung für oberes Psi-Alpha und unteres Psi-Alpha, die sind äquivalent in diesem Sinn, weil die durch eine unitäre Transformation auseinander hervorgehen. Das heißt, das und das würde man beides als diese 1,5,0 Darstellung bezeichnen, aber die ist halt unterschiedlich implementiert. Einmal durch m und einmal durch m hoch minus 1, aber m und m hoch minus 1 hängen unitär miteinander zusammen über die Epsilons, und die sind unitäre Matrizen. Genauso Psi oben quer Alpha Punkt und Psi unten quer Alpha Punkt
hängt miteinander über eine unitäre Transformation zusammen. Das heißt, wir haben ja zwei verschiedene Implementierungen der 0,1-Halbdarstellung. Also jeweils zwei davon sind äquivalent. Und ich habe hier jetzt eine Konvention benutzt, die ich mal explizit aufschreiben will, also die Indexkontraktion. Die ist immer so, dass wir hier bei ungepunkteten Indizes kriegen wir sowas wie Alpha oben, Alpha unten und dann würden wir so kontrahieren. Und bei den ungepunkteten Indizes, da kriegen wir irgendwas mit unten Alpha Punkt mal irgendwas mit oben Alpha Punkt und würden dann so kontrahieren. So ist die Konvention und alle Gleichungen, die bisher geschrieben wurden, sind im Einklang mit dieser Konvention. Haben Sie Fragen zu diesen Spinoren? Könnte also relativ technisch wirken, was wir bisher gemacht haben. Aber das macht nichts. Das sind einfach technische Grundlagen, die man mal wissen muss. Und dann können wir damit auch arbeiten. Und Sie kriegen auch langsam, aber sicher dann ein Gefühl dafür, was die Spinoren bedeuten und wie man mit ihnen arbeiten kann. Ich wische jetzt die Tabelle weg. Vielleicht lasse ich die Transformationsregel nochmal da. Für Ihr weiteres Leben sind, denke ich, zwei Dinge wichtig. Erstens ist in der Tat wichtig, dass man bei gewissen Fällen mit den Spinoren konkret rechnen kann. Deswegen bin ich hier auch relativ explizit. Also zum Beispiel für supersymmetrische oder GATT-Rechnungen braucht man auf jeden Fall diese Spinoren. Für die Neutrinophysik sind diese Spinoren auch wesentlich besser als die normalen Spinoren, die man sonst benutzt. Im Standardmodell haben die Spinoren auch Vorteile, aber werden meistens nicht benutzt, muss man zugeben, obwohl sie eigentlich Vorteile haben. Also für manche Rechnungen sollten Sie aber die Technik auch können. Aber konzeptionell sollte auf jeden Fall jeder wissen, dass es diese Darstellungen gibt, denn das sind die Grundlagen für alle anderen Spinor-Darstellungen und dass es diese verschiedenen 1,5,0 und 0,1,5 Darstellungen prinzipiell gibt, egal wie die technisch jetzt aussehen, das muss man wissen, um die Physik des Standardmodells mit linkshändigen und rechtshändigen Spinoren überhaupt verstehen zu können. So. Jetzt haben wir aber diese vier Sorten von Spinoren eingeführt und können damit endlich mal Lorentz-invariante Größen erhalten, nämlich Spinor-Produkte. Und okay, ich, vielleicht kurz als Vorbemerkung, wenn Sie in der Dirac-Theorie, die hat ja jeder von Ihnen durchgenommen, da gibt es ja sowas wie Psi quer Psi, solche Produkte. Oder Psi quer Gamma mü Psi, okay? Und da hatten Sie vermutlich irgendwann mal ausgerechnet, dass das hier ein Skalar ist unter Lorentz-Transformationen und das hier ein Vierervektor unter Lorentz-Transformationen. Vielleicht haben Sie es auch nicht ausgerechnet, sondern nur vor den Latz geknallt bekommen. Und aber diese Relationen sind eben alle wesentlich einfacher verständlich und herleitbar in den Zweierspinoren. Wenn man dann den Zusammenhang zwischen Zweier- und Vierer-Spinoren kennt, ist es viel einfacher, solche Relationen dann zu beweisen, anstatt sie sich nur auswendig merken zu müssen. Also jetzt geht's los. Wir definieren jetzt ein Produkt von zwei ungequerten Weil-Spinoren. Pi mal Psi. Und so ein Produkt in der indexfreien Notation ist immer eine Abkürzung für diese Indexkontraktion in dieser Form, Chi oben Alpha mal Psi unten Alpha. Das heißt, hier haben wir einen oberen Spino, hier einen unteren Spino. Und was passiert jetzt mit dieser Produktkombination unter einer Lorentz-Transformation? Naja, das linke Chi mit oberem Index, das transformiert mit m hoch minus 1
und das Psi mit unterem Index transformiert mit M. Wunderbar. Schreiben wir es auf. Also unter einer Transformation Lambda passiert das. Chi wird zu Chi Beta mal M hoch minus 1 mit Index Beta Alpha. Und das andere wird zu M mit Index Alpha Gamma mal Psi mit Index Gamma. So, und dieses M hoch minus 1, was rechts steht, und M, was links steht, die heben sich zusammen natürlich weg. Also gibt das insgesamt hier in der Mitte die Einheitsmatrix und es kommt heraus Chi mal Psi. Das heißt, unter einer Lorentz-Transformation ist dieses Binor-Produkt invariant. Das ist jetzt bewiesen. Genau das Gleiche können wir machen für gequertes Binoren, Chi quer mal Psi quer. Dass diese indexfreie Kombination wäre eine Abkürzung für Chi quer mit unterem Index Alpha-Punkt, Psi quer mit oberem Index Alpha-Punkt, also so kontrahiert. Und unter einer Lorentz-Transformation Lambda wird dieses Chi quer mit unterem Index Alpha-Punkt, haben wir ja gerade aufgeschrieben, das wird zu M Decker mal sich selbst und zwar von rechts, also Chi quer Beta-Punkt mal M Decker mit Index Beta-Punkt-Alpha-Punkt. Und dieses Psi quer mit oberem Index Alpha, das wird zu M quer, aber M quer war M Decker hoch minus 1. Also haben wir hier M Decker hoch minus 1 mit Index Alpha-Punkt-Gamma-Punkt mal Psi quer Gamma-Punkt. So, und dann steht hier M Decker mal M Decker hoch minus 1 fällt weg. Gibt also insgesamt Chi quer mal Psi quer. Das heißt, diese beiden Spinor-Produkte von jeweils einem oberen und unteren Index ist Lorentz-invariant. So, dann können wir auch Lorentz-Kovariante Größen bilden. Und zwar brauchen wir dafür noch eine neue Bezeichnung. Und zwar eine Verallgemeinerung der Pauli-Matrizen Sigma, und zwar mit einem Lorentz-Index Sigma μ. Sigma μ. Kommt noch was? Sigma μ, das wäre definiert einmal als die Einheitsmatrix 2 kreuz 2. Also für μ gleich 0 ist es einfach die Einheitsmatrix, aber für μ gleich räumlich sind es dann die normalen Pauli-Matrizen, Sigma-Vektor. So, das heißt, es ist eine Verallgemeinerung der Pauli-Matrizen, wo ich die Einheitsmatrix noch mit aufnehme in diese Liste von 4 2 kreuz 2 Matrizen. Und jetzt ist es so, dass dieses hat eine bestimmte Transformationseigenschaft unter Lorentz-Transformationen. Welche das ist, wissen Sie nicht. Aber ich gebe jetzt an, eine Indexnotation, nämlich das hat ja zwei Indizes, zwei Spinor-Indizes und die Indizes lauten Alpha, Alpha, Punkt. Und diese Indexnotation deutet schon an, und wie die sich unter Lorentz-Transformationen verhalten werden. Nämlich der linke Index verhält sich wie so ein Spinor mit einem unteren Index Alpha, der rechte Index verhält sich wie ein Spinor mit unterem Index Alpha, Punkt. Aber das ist ein Ergebnis. Sie können natürlich die Indizes nennen, wie Sie Lust haben, aber wenn Sie die so nennen, dann sehen Sie von vornherein dieses Ergebnis der Lorentz-Transformation. Also diese Indexnotation nimmt das Ergebnis der Lorentz-Transformation vorweg. So, und ich führe auch ein Sigma quer μ. Und das hat jetzt obere Indizes Alpha Punkt Alpha. Also zwei Indizes, die im Spinorraum wirken können. Und die haben dieses Transformationsverhalten. Und das ist gleich die Einheitsmatrix 2 kreuz 2 für die Nullkomponente und dann minus die normalen Pauli-Matrizen. Alpha Punkt Alpha.
So, und dann gilt eben die folgende Aussage. Es gilt, nämlich wenn Sie dieses Produkt betrachten, Psi mal Sigma μ mal Chi quer, indexfrei geschrieben. Das ist eine Abkürzung für die Indexkontraktion. Psi oben quer mal Sigma μ mit Index Alpha Alpha Punkt mal Chi quer Alpha Punkt. Also Sie sehen hier wieder dieselbe Konvention wie vorher. Die ungepunkteten Indizes werden so kontrahiert, oben, unten. Und die gepunkteten Indizes werden so kontrahiert, unten, oben. Das heißt, so eine indexfreie Notation mit einem ungequerten und einem gequerten Index, Spinor, hat dann automatisch diese ausführliche Indexnotation. Und dann weiß ich jetzt, dieser Spinor hat ein ganz bestimmtes Lorentzverhalten. Dieser Spinor hat auch ein ganz bestimmtes Lorentzverhalten. Und ich kann jetzt fragen, was kommt raus, wenn ich diese beiden Spinoren der bekannten Lorentz-Transformation unterziehe. Dann passiert das, dass dieser Spinor wird zu sich selbst mal diesem M oder infinitesimal zu sich selbst mal Pauli-Matrizen. Der auch. Und dann machen diese ganzen Pauli-Matrizen etwas mit den Pauli-Matrizen, die hier drin stehen. Und das Ende vom Lied ist, nach einiger Rechnung, dass da rauskommt, dass das sich wie ein Vierervektor transformiert. Das heißt, unter einer Lorentz-Transformation Lambda wird das zu Lambda mu nü mal Psi Sigma nü Chi quer. Okay. So, wenn Sie die Spinoren mit dem M transformieren und das einsetzen und durchrechnen, ist das dasselbe wie das. Das heißt, das ganze Objekt transformiert als Vierervektor. Und daher war diese Indexnotation mit dem unten Alpha-Alpha-Punkt passend, weil dann ergibt sich eben diese Relation hier. Ich kann auch das Gegenstück aufschreiben, Psi oben quer mit Sigma quer, μ mal ohne quer. Das wäre also eine Abkürzung für Psi quer mit unterem Index Alpha-Punkt mal Sigma quer mit oberen Indizes Alpha-Punkt-Alpha mal Chi unten Alpha. Wieder passend die Indexkonvention benutzt. Das ist ebenfalls ein Vierervektor und transformiert unter der Lorentz-Transformation Lambda zu Lambda-Menü mal Psi quer, Sigma quer, Nü mal Chi. Das heißt, das sind Vierervektoren. Jetzt wäre eine Frage, ob Sie den Beweis dazu sehen wollen oder ob Sie das einfach glauben, weil man muss es schlichtweg einsetzen, unsere M's, dann infinitesimale M's einsetzen und eine Weile Vertauschungsrelationen zwischen Pauli-Matrizen ausnutzen, bis man dann automatisch zu diesem Ergebnis kommt. Also ansonsten würde ich jetzt Dirac-Spinoren einführen. Das ist vielleicht interessanter als diese Richtung. Apropos, kleine Umfrage. Haben Sie denn in irgendwelchen Vorlesungen mal für Dirac-Spinoren diese Behauptung bewiesen, dass analoge eben Psi quer Gamma mu Psi ist ein Vierervektor? Haben Sie das mal irgendwo nachgewiesen? Ich meine, dass Sie es glauben, ist wahrscheinlich so, aber irgendwo kommt das ja her. Und der Beweis ist auf jeden Fall analog. Bevor wir Beweis einfach einsetzen. Und dann nutze so etwas Sigma μ mal Sigma quer μ plus Sigma μ mal Sigma quer μ ist gleich 2 Gμ μ mal der Einheitsmatrix in 2 Dimensionen. Das ist dieselbe Vertauschungsrelation wie bei Gamma-Matrizen.
Und wenn Sie das annehmen und auch dieses S pro Sigma, das ist nichts anderes, wenn man es anschaut, als I durch 4 mal Sigma Rho, Sigma quer Sigma, minus Sigma Sigma, Sigma quer Rho. Also das ist das S pro Sigma. Und wenn Sie das einsetzen, dann kommen Sie nach endlich vielen Schritten auf dieses Ergebnis. So, aber jetzt eine Bemerkung zur Vektordarstellung. Die folgt jetzt hier raus. Wie schon behauptet, das ist die Darstellung 1,5,1. Das bedeutet, die Notation bedeutet eine Produktdarstellung, sozusagen Produkt von zwei Spinoren, ein Psi-Alpha-Spinor und ein Psi-Quer-Alpha-Punkt-Spinor, die einfach als Produkt betrachtet. Die bilden ja auch eine Darstellung der Lorentz-Gruppe, und zwar diese 1,5,1-Darstellung, und die ist äquivalent zur Vektordarstellung. Und das folgt einfach aus dieser Tatsache. Dieses Psi Sigma Mu mal Chi quer ist ein Vierervektor. Damit ist im Grunde genommen alles gesagt. Weil die linke Seite ist jetzt eine Produktdarstellung von zwei Spinoren. Der eine in der 1,5,0, der andere in der 0,5-Darstellung. Das heißt, die linke Seite ist prinzipiell diese Produktdarstellung 1,5,1. Und die rechte Seite ist ein Vierervektor. Damit ist die Äquivalenz dieser zwei Darstellungen bewiesen. Ich kann das noch weiter ausführen. Entsprechend kann ich, wenn ich einen Vierervektor habe, Amü, könnte ich eine 2-Kreuz-2-Matrix definieren. A mit Index Alpha, Alpha, Punkt. Wie mache ich das? Die kann ich definieren, indem ich kontrahiere den Sigma Mu Alpha, Alpha, Punkt mit dem Vierervektor A Mu. Und dann ist klar, dass aus der Umkehrung von der vorherigen Aussage, dass das jetzt genau entsprechend seinen Indizes transformiert. Der linke Index transformiert mit M, der rechte Index transformiert mit M-Decker. Und das hier transformiert als ganz normaler Vierervektor mit Lambda-Menü. Also das ergibt sich aus der Umkehrrechnung von gerade eben. Also ich kann jedem Vierervektor so eine komplexe 2-Kreuz-2-Matrix zuordnen, die dann das entsprechende Transformationsverhalten hat. Also das transformiert in 1,5,1-Darstellung. Und ich kann auch wieder zurückrechnen. A mu wäre jetzt gleich 1,5 dieses A Alpha Alpha Punkt mal dem Sigma quer mu Alpha Punkt Alpha. Also muss ich so eine Spur bilden zwischen dieser Matrix A, Alpha, Alpha, Punkt mit diesem Sigma quer, Alpha, Punkt, Alpha. Das ist eine Spur. Und dann habe ich einen offenen Lorentz-Index und dann gewinne ich den Vierervektor wieder zurück aus dieser 2-Kreuz-2-Matrix. Das heißt, ich kann 1:1 hin und her rechnen zwischen Vierervektoren mit vier reellen Einträgen und diesen hermitischen Matrizen mit vier reellen Einträgen in 2-Kreuz-2. Und das Ganze bedeutet eben, dass diese 1,5-Darstellung ist gleich die Vierervektordarstellung. Gut. So, jetzt haben wir sehr weit uns vorgewagt in lauter technische Feinheiten. Mal schauen, was wir davon noch brauchen. Haben Sie sich das schon auswendig gemerkt, dass Chi mal Psi ein Skalar ist, Chi quer mal Psi quer ein Skalar und das hier ein Vierervektor, dann kann ich das nämlich alles wegwischen. Dann kommen wir jetzt zu ein paar Anwendungen bzw. Kommentaren, auch zur Dirac-Gleichung bzw. Dirac-Spinoren.
Also erstmal eine physikalische Bemerkung. Ich hatte es mündlich schon mal gesagt, möchte es aber auch an die Tafel schreiben. Diese Psi-Alpha und Psi-Quer-Alpha-Punkt-Darstellungen sind die einfachsten, nicht trivialen Darstellungen. Der Lorentz-Gruppe. Und die sind physikalisch in der Tat wichtig. Erstens sind die wichtig für Neutrinos. Denn momentan ist es nur bekannt, dass es linkshändige Neutrinos gibt, die man durch genau diese Psi-Alpha-Spinoren beschreiben könnte. Also solche linkshändigen Neutrinos könnte man perfekt durch genau diese Psi-Alpha-Spinoren beschreiben. Es könnte auch rechtshändige Neutrinos geben, das weiß man aber nicht. Aber die Wechselwirkung von Neutrinos, wenn man die technisch in eine Lagrange-Dichte schreiben will, ist das Einfachste eigentlich, es mit diesen Weyl-Spinoren zu machen. Mit Dirac- oder Majorana-Spinoren wird es wesentlich komplizierter. Dann auch, wie gesagt, Quarks und Leptonen in der elektroschwachen Wechselwirkung. Da ist es eben so, dass nur die linkshändigen mit der SU2 überhaupt wechselwirken, und wenn man das durch Psi-Alpha und Psi-Quer-Alpha-Punkt darstellt, hat man eben eine ganz saubere Trennung, nämlich nur das Psi-Alpha wechselwirkt mit SU2 und Psi-Quer-Alpha-Punkt eben nicht. Genauso auch in supersymmetrischen Theorien, da sind diese fundamentalen Weyl-Spinoren eigentlich die elementaren Bausteine, und auch in großen vereinigten Theorien ist es wesentlich besser, mit diesen Weyl-Spinoren zu arbeiten. Und alles andere wird da nur umständlich. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt den Zusammenhang zu den Dirac- oder Majorana-Spinoren angeben, damit Sie das wissen. Und dann können Sie jederzeit hin und her schalten. Das sind also Vierer-Spinoren. So, wir können also einen Vierer-Spinor mit vier komplexen Einträgen definieren. Und in dem Zusammenhang, jetzt um das zu unterscheiden, schreibe ich die Vierer-Spinoren immer mit dem großen Psi. Groß Psi wäre jetzt einfach eine Übereinanderschachtelung von Psi-Alpha mit einem Chi-Quer-Alpha-Punkt. Das heißt, der Spinor hat vier komplexe Einträge und die oberen zwei Einträge entsprechen einem Weyl-Spinor Psi-Alpha, die unteren Einträge entsprechen einem unabhängigen Psi- oder Chi-Quer-Alpha-Punkt-Spinor. Und damit ist ganz klar gesagt, wie die oberen zwei Komponenten unter Lorentz transformieren und wie die unteren zwei Komponenten unter Lorentz transformieren. Und damit auch, wie der gesamte Spinor transformiert. Und das ist dann also eine vierdimensionale, komplexe Darstellung der Lorentz-Gruppe. Aber die Darstellung ist reduzibel. Reduzibel heißt, dass es eben hier einen Teilraum gibt, nämlich der Teilraum aus den oberen zwei Komponenten, der nur in sich transformiert und niemals auf den anderen Teilraum abgebildet wird. Also es gibt einen invarianten Teilraum. Nämlich die oberen zwei Dimensionen und die unteren zwei Dimensionen sind völlig unabhängig voneinander. Und damit ist das eine reduzible Darstellung, die dieser Summendarstellung entspricht, 1,5,0 und dann eben diese Vektorraumsumme plus 0,1. Das ist die Dirac-Darstellung. Und bei einem Dirac-Spinor ist konkret Chi und Psi unabhängig voneinander. Meinetwegen unabhängige Freiheitsgrade oder einfach verschieden. Und ein Majorana-Spinor hat demgegenüber noch die Einschränkung
Chi ist gleich Psi. Das heißt, dieses Chi quer ist eben dann das komplex konjugierte von Psi Chi quer. Oben Alpha Punkt ist dann das gleiche wie Psi oben Alpha und insgesamt hermitisch adjugiert. Das ist die Majorana Bedingung, das heißt, ein Majorana-Spinor ist ein Vierer-Spinor, wo die vier Komponenten nicht voneinander unabhängig sind, sondern diese Einschränkung erfüllen. Und das ist dann entspricht einem Teilchen, was gleich seinem eigenen Antiteilchen ist. So, jetzt einige konkrete Angaben. Also die Darstellung der Lorentzgruppe auf diesem reduziblen vierdimensionalen Raum ist jetzt eben gegeben durch Matrizen. Und die nennen wir Groß S, S Rho Sigma. Und die haben eben diese Blockstruktur. Der obere Block ist gegeben durch das klein S Rho Sigma. Und das transformiert eben diese Psi Alpha Spinoren. Und der untere Block ist gegeben durch klein S quer Rho Sigma, das dann diese Chi quer Alpha Punkt transformiert. Und die off-diagonalen Blöcke sind Null. Also das zeigt nochmal, dass die Darstellung reduzibel ist, weil die Darstellungsmatrizen sind Blockmatrizen. Dann kann ich jetzt endlich die wunderschönen Gamma-Matrizen einführen. Die Gamma-Matrizen, Gamma-Mü, sind in der nützlichen Darstellung für uns gegeben, auch als Blockmatrizen, und zwar 0. Hier dann Sigma-Mü. Sigma quer μ und hier nochmal 0. Das heißt, diese Sigmas, die wir gerade eingeführt haben, diese verallgemeinerten Pauli-Matrizen, die tauchen hier auf in den Off-Diagonalen der Gamma-Matrizen. Das heißt, die Gamma-Matrizen haben auch eine Blockstruktur, aber so eine off-diagonale Blockstruktur. Und das ist eine konkrete Darstellung, nämlich die Weil-Darstellung der Gamma-Matrizen. Sie wissen ja, Sie können viele konkrete Werte der Gamma-Matrizen angeben. Die definierende Eigenschaft ist nur das, Antikommutator von Gamma μ mit Gamma ν ist gleich 2 Gmünü mal der Einheitsmatrix auf diesem komplexen vierdimensionalen Raum. Und das erfüllten diese Wahl, aber es gibt auch andere Wahlen. Aber diese Weil-Darstellung ist für uns die nützlichste, weil wir dann direkt den Zusammenhang zwischen den Weil-Spinoren und den Dirac-Spinoren sehen. Dann kann man definieren den linkshändigen oder rechtshändigen Projektor. Der linkshändige Projektor 1 minus Gamma 5 halbe ist dann einfach diese Blockmatrix hier 1, 0, 0, 0. Das heißt, der linkshändige Projektor projiziert heraus den Psi-Alpha-Anteil aus diesem Dirac-Spinor. Und entsprechend P rechts, der rechtshändige Projektor, wäre 0001 als Blockmatrix. Der projiziert heraus das Chi quer Alpha Punkt aus dem Block. Es gilt jetzt diese Relation, die Sie vielleicht schon mal gesehen haben. Das kann man direkt überprüfen, dass dieses S Rho Sigma, was hier gegeben ist, nichts anderes ist als I durch 4 mal dem Kommutator von 2 Gamma-Matrizen, Gamma Rho hoch Gamma Sigma. Wenn Sie das ausrechnen, dann kommen Sie auf dieses S Rho Sigma. Das heißt, Sie können diese Darstellung der Lorentz-Transformation für Dirac-Spinoren auch durch Gamma-Matrizen angeben. So, und dann haben wir jetzt einige Relationen. Also, ich schreibe es nochmal ab. Ein Vierer-Spinor, groß Psi, ist eben diese Übereinanderschichtung von Psi Alpha und Chi quer Alpha Punkt. Gibt es eine Frage? Gamma 5. Gamma 5 haben Sie gehört, oder? Gamma 5 wäre das Produkt von allen anderen Gamma-Matrizen, aber so einzuführen ist eigentlich besser. Okay. Dann haben wir hier jetzt unser Psi
ist diese Übereinanderschichtung. Und dann kennen Sie aus dem Dirac-Formalismus Psi quer. Psi quer ist der gequerte Spino, ist im Dirac-Formalismus definiert als Psi Dagger mal der Matrix Gamma 0. Und wenn Sie das hier jetzt einsetzen, Psi Dagger macht natürlich einen Spino, wo Sie links gedeckert haben, Psi Dagger. Das ist aber das gleiche wie Psi quer. Und Chi quer Dagger, das ist das gleiche wie Chi ohne quer. Und das Gamma 0 ist einfach die Matrix 0, 1, 1, 0. Das heißt, das dreht die Zeilen herum. Was dann hier rauskommt, ist eben hier links Chi ohne quer und mit Index oben Alpha. Und rechts Psi mit quer und unterem Index Alpha Punkt. Das ist das, was hier rauskommt. Also haben Sie hier so eine Nebeneinanderschichtung von diesen zwei Spinoren. Dann kann man auch mal aufschreiben, so eine Projektion, linkshändiger Projektor mal einen Viererspino. Das projiziert eben heraus die oberen zwei Komponenten und das untere wird auf 0 gesetzt, aufgrund dieser Blockstruktur. Und genauso P rechts, angewendet auf so einen Spino, projiziert heraus das Chi quer Alpha Punkt. Und daran sehen Sie, im Standardmodell taucht halt in normaler Notation überall dieses P links mal Psi immer auf. Und das projiziert eigentlich einen solchen Weil-Spino heraus. Das heißt, anstatt immer mit P links mal Psi zu arbeiten, können Sie einfach mit Weil-Spinoren arbeiten, dann werden die Gleichungen letztlich einfacher. Aber nichtsdestotrotz ist diese Schreibweise halt die übliche. Und die hat auch Vorteile, also so ist es nicht. Aber jetzt nur einfach den Zusammenhang zu erläutern. In der Dirac-Notation haben Sie dann typischerweise solche Spinor-Produkte wie Psi 1 quer mal Psi 2. So ein Produkt aus zwei Spinoren. Einer ist gequert, einer ungequert. Das ist so ein typischer Dirac-Ausdruck. Und was ist das jetzt in Weil-Darstellung? In Weil-Darstellung ist das hier eben dieser Spinor hier. Chi 1 oben Alpha und Psi 1 quer unten Alpha Punkt. Mal dann Psi 2, das wäre eben Psi 2 unten Alpha und Chi 2 quer oben Alpha Punkt. Und wenn ich das jetzt multipliziere, dann kriege ich Chi 1 mal Psi 2, also Chi 1 mal Psi 2. Und die Indexnotation ist Alpha oben, Alpha unten, das heißt, das entspricht genau dieser indexfreien Konvention. Also kriege ich hier genau als dieses Produkt das Produkt von den zwei Weil-Spinoren Chi 1 mal Psi 2 und hier bekomme ich plus Psi 1 quer mal Chi 2 quer. So zerlegt sich also ein Dirac-Produkt in eine Summe aus Weil-Produkten. So ein formaler Unterschied ist halt, hier ist immer einer gequert, einer nicht. Und bei Weil in Spinoren haben Sie ja zwei ungequerte oder zwei gequerte Spinoren. Ergibt sich einfach aus der Struktur. Aber jetzt sehen Sie natürlich, das hier ist ja bewiesen, das ist ein Skalar, Lorentz-Invariant, das ist auch Lorentz-Invariant und daraus folgt jetzt natürlich, dass das hier ebenfalls Lorentz-Invariant ist. Das wissen wir jetzt also butterweich. Genauso können wir mal sowas machen, was im Standardmodell dann häufig auftauchen würde, mit einem Projektor. Psi 1 quer mal P links mal Psi 2. Sowas taucht da immer auf. Wenn ich das also mache, das P links projiziert einfach diese untere Komponente auf 0. Die obere Komponente bleibt übrig. Das heißt, in Weil-Notation wäre das dann einfach Chi 1 mal Psi 2. Und alles andere fällt weg. Dann ist das auch Lorentz-Invariant. Aber in Weil-Notation sieht es eben einfacher aus. Dann hätten wir sowas, Psi 1 quer mal Gamma μ mal Psi 2. Okay. Wenn ich das aufschreibe, für das Psi 1 quer kriege ich das hier, also diese Nebeneinanderschichtung von Chi 1 und Psi 1 quer. Die Gamma-Matrix ist ja die Block-Matrix mit 0, Sigma, Sigma quer 0 und so. Und dann ergibt sich eben das Produkt, dass dieses Chi 1 ohne quer trifft dann auf dieses Sigma ohne quer und das trifft dann
auf das Psi2 quer. Das ist der erste Summand. Also hier 1 ohne quer mal Sigma μ ohne quer mal Psi2 quer. Und der zweite Summand plus aus diesem Gequerten ist Psi1 quer, trifft dann auf das Sigma quer μ und das trifft dann auf das Chi 2. Moment, irgendwas stimmt da nicht. Chi 1 Sigma trifft natürlich auf, hier muss ich gucken, Entschuldigung, trifft natürlich auf Chi 2 quer und das trifft auf Psi 2. Das heißt, ein Unterschied, der auch noch aufmerksamkeitserheischend ist, bei diesem Skalarprodukt, was ein Lorentz-Skalar ist, da trifft Chi auf Psi oder Psi quer auf Chi quer. Das heißt, Sie kriegen da ein Produkt, wenn Sie von den Spinoren ausgehen, von einer oberen Komponente und einer unteren Komponente. Aber hier bei diesem Vektorausdruck, da trifft eine untere Komponente auf eine untere Komponente und obere Komponente auf eine obere Komponente. Das ist ein interessanter Unterschied. So, dann, das ist natürlich dann auch ein Vierervektor, weil wir ja bewiesen haben, dass jede einzelne Kombination hier ein Vierervektor ist. Also ist auch diese linke Seite ein Vierervektor. Und dann noch eine letzte Notation, was auch im Standardmodell dann oft auftaucht, Psi1 quer mal Gamma μ mal jetzt einem linkshändigen Projektor mal Psi2. Das heißt, da wird eben aus dem einen Spin nur der linkshändige Anteil rausprojiziert, weil nur der mit der SU2 wechselwirkt. Und dann haben wir hier eine Vektorwechselwirkung mit einem anderen Spin nur. Und wenn ich das durch Weil-Spinoren ausdrücke, dann wird das wieder einfach, denn einfach der eine von diesen zwei Summanden ist 0. Der zweite Summand, vielmehr der erste Summand ist einfach 0, weil dieses Chi, die untere Komponente, wird durch dieses P links wegprojiziert. Das heißt, es ergibt sich nur noch Weil-Spinor Psi1 quer mal Sigma quer μ mal dem Weil-Spinor Psi2. Ganz einfach. Und das ist natürlich auch ein Vierervektor. Und so hat halt jede Notation ihre Vor- und Nachteile, aber wichtig ist, dass wir es überhaupt ineinander umrechnen können. Weil ich eben jetzt ab und zu den Begriff Standardmodell erwähnt habe, kann ich ja mal kurz die entsprechenden Lagrange-Dichten nochmal aufschreiben, damit Sie das nochmal sehen. Ja, also welche Lagrange-Dichten sind eigentlich realistisch? Realistische Lagrange-Dichten wären zum Beispiel die Lagrange-Dichte der Quantenelektrodynamik. Und wenn wir die Quantenelektrodynamik mal aufschreiben für den Spinor-Anteil, dann wäre das eben Psi quer I d slash minus M mal Psi minus E A μ mal Psi quer Gamma μ Psi. Das wäre der freie Anteil, der der freien Dirac-Gleichung entspricht. Das hier ist der Wechselwirkungsanteil vom Elektron mit dem Photon. Und das sind eben genau Ausdrücke von dieser Struktur. Der erste Ausdruck hier mit der Ableitung, der hat die letztendlich Struktur Psi quer Gamma μ mal Psi. Also von dieser Art. Der zweite Term, m, ist eine Zahl, mal Psi quer Psi, hat die Struktur von hier, zu einem Lorentz-Invarianten-Produkt von zwei Spinoren. Und die Wechselwirkung ist eine Gamma-μ-Wechselwirkung mit dem vollen Dirac-Spinor. Das heißt, in Weil-Spinoren hat es dann diese zwei Bestandteile. Ich kann also hier den Elektronen-Spinor zerlegen in einen Anteil. Man würde das dann vielleicht als linkshändiges Elektron bezeichnen und ein rechtshändiges Elektron. Also links- und rechtshändiges Elektron.
Und die tauchen in der QED beide gleichberechtigt auf. Die QED ist also paritätsinvariant. Es gibt keine Bevorzugung vom rechts- oder linkshändigen Anteil. Deswegen ist die Darstellung der QED-Lagrange-Dichte in diesem Dirac-Formalismus wunderbar einfach und effektiv. Und wenn ich das in Weyl-Spinoren zerlegen würde, dann würde ich also hier bekommen, dass ich für den Ableitungsterm kriege ich einen Ableitungsterm für Psi L allein, einen Ableitungsterm für Psi R allein, hier einen Wechselwirkungsterm für Psi L alleine, einen Wechselwirkungsterm für Psi R alleine und für den Massenterm, der ist dann eben ein Produkt aus Psi L mal Psi R, weil da die zwei verschiedenen Komponenten multipliziert werden. So ist das in der QED, da ist also der Dirac-Formalismus natürlich perfekt. Und jetzt demgegenüber, wie sieht es in der elektroschwachen Theorie aus? Wenn ich da mal nur so eine Wechselwirkung mit einem W-Boson aufschreibe, da hätten wir zum Beispiel plus GW für die schwache Wechselwirkungskonstante durch Wurzel 2 mal so einen W plus μ. Und dann hätten wir eben einen Spinor Psi 1 quer mal Gamma μ mal einem linkshändigen Projektor mal Psi 2. So sieht die Struktur der schwachen Wechselwirkung aus und dieses Psi 1, Psi 2 könnte zum Beispiel Up- und Down-Quark sein oder Elektron und Neutrino oder entsprechendes. So, und da ist das natürlich einfach, wenn ich das durch Weyl-Spinoren ausdrücke, dann könnte ich das eben schreiben als GW durch Wurzel 2 mal W plus μ und dann haben wir hier einfach nur noch Psi 1 quer mal diesem Sigma quer μ mal Psi 2 für die entsprechenden Weyl-Spinoren. Und dann haben wir keine Gamma-Matrix mehr, sondern nur noch eine Sigma-Matrix, die eine 2-Kreuz-2-Matrix ist. Und das P links ist komplett verarbeitet. Und hier gibt es eben keine Gleichberechtigung in der elektroschwachen Theorie zwischen rechtshändigen und linkshändigen Spinoren, sondern die werden komplett unterschiedlich behandelt, weil eben die Paritätsinvarianz komplett gebrochen ist. Und deswegen ist die Behandlung durch diese Weyl-Spinoren sinnvoll. Und wenn man das erweitert, wie gesagt, zu großen vereinigten Theorien zum Beispiel, dann muss das natürlich ein Limes der großen vereinigten Theorie sein. Das heißt, die Verallgemeinerung geht nur in Form von diesen Weyl-Spinoren. Das sind eben die mikroskopischsten Bausteine der Spinoren, die es gibt. Und die tauchen tatsächlich auf. Und man kann nicht weiterführen in alle Ewigkeit, dass man aus der QED kennt, dass man immer diese rechts- und linkshändigen Blöcke zusammen behandelt, weil das die Physik einfach so nicht macht. Okay, das war unser Ausblick zu Spinoren. Die Stunde ist genau um und das beendet auch unser Kapitel zu Spinoren. Das nächste Mal werden wir wieder ein bisschen konzeptionellere Dinge durchnehmen und nochmal zur Parik-Algebra zurückgehen und allgemein studieren, was das jetzt für die Quantenfeldtheorie für Auswirkungen hat. Und dann werden Sie einen schönen Ausblick erhalten, zum Beispiel für die Quantisierung von Eichtheorien, was man dann im nächsten Semester durchnehmen kann. Gut, also dann erstmal bis Donnerstag. Thank you.